Das ist eine sogenannte Dry Cell. Mit dieser einfachen Technik kann man Wasser in Knallgas, genauer gesagt in Braungas, aufspalten. Die Elektrolyse von Wasser ist eine alte und einfache Erfindung. Sie kann sehr effizient sein und gelingt sogar mit Materialien aus dem Baumarkt. Das Prinzip ist so genial wie einfach. Man benötigt nur milde Seifenlauge und Strom für die Elektrolyse. Am besten natürlich aus Photovoltaik oder Windkraft. Ihr seht, es fängt sofort an zu gasen. Also da drinnen passiert jetzt die Wasserspaltung in den Kammern drin. Das Gas fließt raus und muss durchs Wasser durch. Und jetzt haben wir da oben haben wir Gas. Das Gas aus dem Wasser ist billig herzustellen und natürlich überaus umweltfreundlich. Das Braungas ist brennbar und besitzt dabei mehr Energie als Erdöl oder Erdgas. Das ist so heiß, dass da Glas draus wird. Also Wolfram schmilzt, Titan schmilzt, Eisenstahl schmilzt, fängt in kürzester Zeit an zu tropfen. Jetzt gehe ich mit der Flamme auf einen gewöhnlichen Nagel. Peter Salocher ist überzeugt, dass man mit diesem Gas auch heizen kann. Und das zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten von Erdöl, Erdgas oder Holz. Wir schaffen den Himmel auf Erden. Darum sind wir da, dass wir ein bisschen was dafür tun. Ich suche nach einer Lösung, die alle machen können. Es muss einfach sein. Wenn ich wissen will, ob das möglich ist oder nicht, ich kann es nur selber ausprobieren. Endlich mal ein freies Fernsehen, gell? Das ist ein Widerspruch in sich. Da kommt Freude auf, wenn wir alle an der Arbeit sind. Mit dieser anschaulichen DVD und den auf ihr enthaltenen ausführlichen Anleitungen zum Selbstbau können Sie sich Ihre Dry Cell schon jetzt selbst bauen. Alles noch experimentell. Jetzt stellen wir uns vor, wir können ein Haus heizen mit 0% Abgase. Dann wäre doch das eine Sensation, oder? Und vielleicht kann man mit dieser Technik eines Tages sogar alle fossilen Brennstoffe und Treibstoffe durch das umweltfreundliche Gas aus dem Wasser ersetzen. Und fasse ruhig mal dahin. Es ist nass. Nass, oder? Ich habe mir dieses Ding gebaut und bin damit zum TÜV Nord gegangen, habe ihnen das vorgestellt, habe ihnen auch die Hintergründe dazu berichtet und wollte eine Zulassung dafür haben. Und die haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, oh, das ist eine Manipulation an einem Typ, der zugelassen ist. Das können wir nicht akzeptieren. Und dann habe ich sie aufmerksam gemacht, dass bestimmt Tausende von diesen Dingen bereits in Deutschland fahren und in der Welt sowieso. Und dann habe ich gedacht, na, ihr könnt mich mal. Eine 125er Honda ist nur mit Gas gerammt. Und jetzt habe ich vor zwei Monaten ein Video ins Netz gestellt mit dem Generator, der nur mit Gas läuft. Also eigentlich kann man sagen, der Motor läuft mit Wasser. Ich sage jetzt nicht, dass ich over Unity bin, aber wenigstens mal over Faraday. Das ist aber noch nicht jetzt der Stand letzter Dinge. Es wird weitergehen, weil wir sind jetzt schon hunderte von Leuten, die Versuche machen mit dem und jeden Tag daran arbeiten. Jeder hat Ideen, jeder experimentiert herum. Es ist eine richtige Freude jetzt, was da am Entstehen ist. Also das ist unglaublich. Das ist jetzt nichts anderes als Wasser da drin. Ihr seht, er fliegt. Wasser, das fliegt. Fliegendes Wasser. Ich muss immer zuerst etwas geben und dann kommt auch was zurück. Und darum habe ich auch keine Probleme, hierher zu kommen, 800 Kilometer zu fahren in meiner Freizeit. Und ich krieg's von irgendwo her, kommt das. Das Leben schenkt uns immer wieder und wir müssen lernen, mehr in diese Form zu denken. Man muss nicht überall etwas kriegen. Schaut euch einen Apfelbaum an.
der braucht, um sich zu reproduzieren, einen Apfel und dann war's das. Aber wie viele Äpfel macht er? 400 Kilo oder mehr? Das ist doch, das ist das Gesetz der Fülle, was uns da begegnet. Und das ist auch in der Welt drin und wir werden es jetzt entdecken. Es ist das Jahr jetzt, wo das losgeht, das wird kommen. Da können sich die Balken biegen, das wird kommen.